Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem kleinen Tutorial, und zwar will ich euch heute zeigen, wie ihr es schafft, mit einem OBS und einem Computer zu verschiedenen Plattformen zu streamen, sprich Twitch, YouTube, Hitbox und was es mittlerweile nicht noch so alles gibt. Und das ist im Prinzip ganz einfach. Als allererstes gehen wir auf restream.io. Ja, das ist ein Anbieter, der euch das Ganze ermöglicht. Ich habe jetzt hier meine Daten mal ausgeblendet. Solltet ihr ja keinen Account haben, müsst ihr euch einen erstellen. Wie das funktioniert, ist, glaube ich, jedem bewusst. Und dann meldet ihr euch an. So, jetzt seht ihr schon, mal wegmachen. Ich habe hier drei Channel drin. Das ist einmal mein Twitch-Kanal, mein Hitbox-Kanal und mein YouTube-Stream Now bzw. YouTube Gaming. Ja. Ich mache das Ganze über Amsterdam. Oh, es ist im Prinzip, wie gesagt, super, mega einfach. Wenn ihr einen Account erstellt habt und euch eingeloggt habt, habt ihr natürlich hier keine Channel. Dann geht ihr auf Add Channel. So, jetzt habt ihr zur Auswahl jede Menge. Warum jetzt hier YouTube Stream Now ist und ich nicht YouTube Gaming ausgewählt habe, kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Aber pff, na und? Ah, ihr seht hier Twitch, YouTube Gaming, Beam, Hitbox, StreamUp, Ustream, YouTube Events, YouTube Stream Now, Dailymotion und. Ja, um das einzurichten, easy peasy, klickt ihr einfach drauf. Jetzt. Okay. Gut, dann nehmen wir den hier einfach mal gerade weg. So. Und machen einen. So, Plattform, bla bla bla. Ihr könnt das hier manuell einrichten oder ihr seid auf Twitch angemeldet. Dann macht ihr einfach Folgendes. Klickt drauf. Wenn ihr bei Twitch schon angemeldet seid, könnt ihr hier einfach auf Autorisierst du klicken. Und schwuppdiwupp ist er da. Ihr seht das schon. Ihr könnt den hier an- und ausmachen, ob ihr darüber streamen wollt oder nicht. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen Stream machen wollt, der nur auf Hitbox und YouTube gerade laufen soll und nicht auf Twitch, einfach ausmachen und es ist aus. Ja. Was ihr braucht in OBS sind natürlich diese beiden Dinger hier. Ja, ihr wählt hier als allererstes mal einen Server aus. Ich mache das immer über Amsterdam. Meiner Meinung nach der beste, da die Deutschen doch recht überfüllt sind. In OBS wählt ihr anstatt Twitch oder Hitbox oder was auch immer ihr da bisher als Service drin hattet, wählt ihr einfach Custom. Nehmt diesen Server hier, kopiert euch das einfach, packt es in OBS rein. Den Stream Key nehmt ihr hier. Wenn ich jetzt draufklicke, wird er angezeigt. Das wollen wir natürlich jetzt nicht. Nehmt ihr als Stream Key. Packt es rein und sobald ihr jetzt anfangt los zu streamen, gehen diese Channel hier online. Ihr seht, hier ist gerade im Moment offline und ihr streamt gleichzeitig auf 3, 2, 5, wie ihr das möchtet, Plattformen. So, für YouTube und Twitch seht ihr, hier könnt ihr auch noch direkt den Titel anpassen. Da habe ich jetzt gerade drin stehen, ich habe Spaß. Den habe ich meistens auch, wenn ich streame. Ja, das war es auch im Prinzip schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, gebt mir ein Abo. Man sieht sich. Tschüssikowski.